willkommen zu einer neuen Folge Odyssey im Auftrag des Königs. Schauen wir mal ins Logbuch hinein und sehen nach vergangenen Quests, die man noch irgendwie erledigen könnte. Zum Beispiel Pflanzen für Wulfias. Der braucht ja 15 Feuernesseln und 20 Heilpflanzen. Und was hatten wir noch? Erzwaffe vielleicht? Ja, Hawk, genau. 5 Erzbrocken. Das heißt, ich gucke mal, ob ich 20 Heilpflanzen habe. Ich habe sogar 29. Feuernesseln habe ich 24. Perfekt. Ich habe sogar, ja, 5 Erzbrocken. Herrlichst. Das heißt, ich werde mal rüber zum Schiff. Perfekt. Und dann natürlich hier das Boot nehmen, damit wir da dieses eingeblendete Schiff erreichen können. Wieder an Bord. Dann gehen wir mal zu Wulfias. Wir werden ihm die leckeren Pflanzen bringen, damit er uns weitere Magiesachen beibringen kann. Hey du! Wegen deinen Pflanzen. Erst wenn du mir die Pflanzen bringst, werde ich dich in Alchemie unterrichten. Hab ich doch. Ah, da steht's ja. Ich habe alle Pflanzen, die ich dir bringen sollte. Sehr gut. Dann zeig mal her, was du hast. Innos sei Dank. Du hast alles, was ich brauche. Und nun werde ich dich auch in die Geheimnisse der Alchemie unterweisen. Das ist gut. Unterrichte mich in der Kunst der Alchemie. Mal gucken, was er mir so anbietet. Unterrichte mich in der Kunst der Alchemie. Gut. Zuerst einmal die Grundlagen. Okay. Jeder Trank wird aus Pflanzen gemacht. Denn sie besitzen die unterschiedlichsten Kräfte. Sie tun nichts anderes, als mit all ihrer Kraft zu wachsen. Und diese Kraft zu verändern, ist die Kunst der Alchemie. Zur Herstellung eines Tranks am Alchemietisch brauchst du eine Laborflasche. Du musst die richtige Rezeptur kennen und die Es gibt eine Reihe von Rezepturen, die ich dir beibringe. Okay. Da ist noch irgendwas im Argen. Du kannst nicht alles auf einmal lernen. Also wähle mit Bedacht, welches Wissen du dir aneignen willst. Das kann ich jetzt so auf Anhieb nicht sagen, was das ist. Aber der Virenscanner ist abgeschaltet, nachdem er mir den Tipp gegeben hat, bei irgendwelchen Überlagerungen. Aber hier ist es irgendwie, hier fehlt irgendwie was. Hier ist was abgeschnitten. Nochmal an dieser Stelle ein Black Pirate Aufruf oder an die Community, schickt mir doch nochmal die Audiosequenzen, falls diese Audiosequenzen wirklich abgeschnitten sind, dann werde ich die nachbearbeiten. Das hier nur als Nebeninfo. Welche Rezepturen kannst du mir beibringen? Ich kenne einige. Triff deine Wahl selbst. Elixier der Stärke. Ja, toll, 25 Lernpunkte, endlich! Kann man sowas lernen? Alex, Essenz der Heilung, 3 Lernpunkte. Mana Essenz, 3 Lernpunkte. Das sind doch eigentlich Sachen, die wirklich groundbreaking sind. Segne mich, ich möchte Lebenskraft steigern. Ja, das ist auch. Ich möchte meine Lebenskraft steigern. Standardmäßiges, ja klar. 5 Lernpunkte. Gucken wir überhaupt mal, was wir überhaupt können. In unserem Charakter. Wir haben 17 Lernpunkte. Ja, da wir sehr oft mit Leuten oder mit Tieren kämpfen, dann werden wir mal auf jeden Fall erstmal die Mana-Essenz und die Essenz der Heilung. Mana-Essenz, ich mache auf jeden Fall erstmal die Essenz der Heilung. Die Zutaten für eine Essenz der Heilung sind Heilpflanzen und Feldknöterich. Ja, das ist schon in Ordnung. Er hat ja einen Labortisch da hinten. Der ist aber in Benutzung. Super klasse. Ach, hey. Wulfias. Rezeptur der Stärke. Welche 25 Rezeptur Lernpunkte. Kannst du mir beibringen? Ich kenne 25 Lernpunkte. Das wäre natürlich Nonplusultra. Da muss ich aber sammeln. Mana-Essenz brauche ich erstmal nicht. Dafür habe ich ja genug andere Kräuterchen. Ich muss echt haushalten mit den Lernpunkten, weil es ist schwierig.
seinen Trank zu stehlen. Okay, zurück zu Hawk. Vielleicht sollte ich mal speichern. Ja, die Hitzewelle ist vorbei. Also draußen in der Real Life, in der wirklichen Welt. Und deswegen ist es jetzt ein bisschen angenehmer, das zu spielen. So, zeig mir, wie ich Bolzen herstellen. Bring mir bei, wie ich magische Erze... Hier sind die 5 Erzbrocken. Jawohl, das ist doch das, was wir hier wollen. Hier sind die 5 Erzbrocken. Ha, so? Na, die will ich sehen. Das gibt es doch nicht. Du hast ja tatsächlich welche dabei. 2 von den Erzbrocken kannst du behalten. Du wirst sie brauchen, wenn du dir deine eigene Waffe schmieden willst. Ja. Ja, dann kann ich nochmal lernen, was ich hier... Wie man Bolzen herstellen kann, wie man magische Erzwaffen schmiedet. Ja, was sagt er dazu? Bring mir bei, wie man magische Erzwaffen schmiedet. Gut, du hast mir das Erz gebracht und ein ordentliches Schwert schmieden kannst du auch. Na, dann leg mal los. Also, das Wichtigste ist, es ist völlig egal, ob deine Waffe aus reinem Erz ist oder ob du eine einfache Stahlklinge mit einer Schicht aufs Erz überziehst. Es kommt nur auf die Oberfläche an. Und weil das verdammte Zeug so teuer ist, nimmst du dir einen Stahlrolling und ein paar Brocken Erz. Das reicht natürlich nicht, einfach ein fertiges Schwert mit Erz zu überziehen. Du musst die Waffe schon selber schmieden. Alles weitere hängt von der Waffe ab, die du herstellen willst. Alles klar. Mhm. Über das Schmieden von magischen Erzwaffen. Ich will mehr über das Schmieden von magischen Erzwaffen wissen. Ich kann dir beibringen, wie man Erzschwerter oder sogar Zweihänder schmiedet. Okay. Schwerer Erz Zweihänder, 8 Lernpunkte. Bastardschwert, 8 Lernpunkte, 6 Lernpunkte, nochmal 6 Lernpunkte. Boah, aber ich weiß natürlich nicht, wie viel die an Schaden bringen. Guck ich mal in meinem Inventar, vielleicht habe ich ja sowas Ähnliches schon mal gefunden. Also, wir haben hier Paladin 2 her, Sturmknecht, Paladin Schild, Bartaxt. Nö, da ist nichts drin. Das ist mir aber zu riskant, weil ich nicht weiß, ob die besser sind, die Erzschwerter. Kann mir das jemand sagen? Wäre cool. Ja, wie schon gesagt, ich muss haushalten mit meinen Lernpunkten, wo ich jetzt 14 von habe. Und speichern wir mal ab. Ja. Ja, das war das Ende. Ich habe mal meine Holzstämme hier gehackt, gesägt und gehackt und mal wieder ein paar Pfeile geschärft oder hergestellt. Schauen wir mal nach. Was haben wir denn hier? 6 Pfeile. Ein Bolzen und 70 geschärfte Pfeile. Das ist doch schön. Ein anderer Speicherplatz. Jetzt gilt es wirklich zu überlegen, wie wir an Gold kommen, weil ich brauche ja 1000 Gold, um dieses Paladin-Schwert zu segnen im alten Innos-Tempel. Große Frage ist, wie komme ich bloß an Jolt? Tja, dann gucken wir mal. Hier, Sven, der steht so dumm rum. Oh, schön, wir haben ein bisschen Gold gekriegt. Schiffswache, na, da wird nichts passieren. Das ist unser Lehrer da oben. Er kann uns Parade beibringen. Wen können wir denn noch bestehlen? Was ist denn eigentlich mit unserem Smoothie? Hier ist... Nee, Wolfgang ist hier unten. Unser Mix, hier sag ich schon. Smoothie ist ein oben. Ja, ist ein oben. Der müsste ein oben sein. So. Kann man hier noch jemanden beklauen? Eventuell. Es wäre gewagt, ihn zu bestehlen. Einfach mal gucken. Das ist doch lange bekannt. Eieieiei, das ging. Bertram. Das wäre schwierig, okay. Weil gewagt kann man Glück haben. Beowulf, es wäre schwierig. Hey! Volker. Und da wäre es auch schwierig. Dann brauche ich Erik eigentlich gar nicht. Genau, richtig. Ach ja, gehen wir da mal runter und gucken wir mal. Ob wir den Smoothie bestehlen können. Albin.
Es wäre leicht, sein Rezept zu stehlen. Ach ja, lustig. Aber fragen wir erstmal nach Essen. Hast du was zu essen für mich? Na klar, hier hast du deine Suppe. Ja, danke, Almin. Oh, noch eine Fischsuppe unter Frauen 100. Das ist köstlich. Auch die Fischsuppe schmeckt von ihm sehr gut. Ich habe sie probiert. Durch einen Koch. Schiffswache, hey, du. Was? Ja, okay. Da gibt es nur ein Hallo. Gucken, was hat uns das eingebracht? 170 Gold. Ja, es ist müßig. Es ist natürlich müßig. Ich habe mir das schon gedacht. Dann lass uns mal wieder zurück. Nee, ich werde erstmal eine Runde schlafen. Komm mal, nee, hier ist auch wieder zu. Ohne den richtigen Schlüssel, ja, genau, kriege ich das nie auf. Ups. Da müsste ich auch noch einen Schlüssel für kriegen. Das wird wahrscheinlich später der Fall sein, wenn ich Bootsmann bin. Nehme ich an. Ja. Dann machen wir erstmal ein Nickerchen. Gehen rüber zur Insel. Schauen wir mal, wie wir dann weiterkommen. Das ist eine schlimme Sache. Ausgeruht sind wir. Und hoch zum guten Gernot. Wo ist denn eigentlich Baldwin hin? Sehe ich da nicht mehr. Doch, da ist er wieder. Sehr gut. Muss noch zurück. Es wäre schwierig. Na gut, okay. Ich muss noch mal zurück nach Tamora. In Ordnung. Ja, dann rennen wir mal hier über den Strand. Oh, sorry. Das war mein Mikrofon, ist zu nah. Bisschen richten nachher. Ja, wir müssen an Gold kommen. Da fällt mir doch gerade sozusagen etwas ein, was wir auch noch zu tun hätten. Und zwar der vergrabene Schatz. Vielleicht kann ich da jetzt was machen, dass ich den hinkriege. Ich weiß ja noch, wo das ist. Und zwar müssen wir erstmal an die Höhlenmündung kommen. Das werde ich dann schneiden. So, da hinten ist die Höhlenmündung. Oder beziehungsweise der Eingang. Und hier oben, weiß ich noch, gibt es jede Menge Federn zu holen, weil es da Scavengers gibt. Jede Menge. Die werde ich mal auch mal, nach der Reihe abmetzeln. Na, kommt der nicht? Also einen werde ich ja mal versuchen, schon mal hier zu natzen. Oh Gott, die sind alle aufeinander hier. Das ist übelst. Gleich zwei Stück auf einmal. Ach, da ist ja schon einer. Das ist aber kein... Das ist ein Ripper, ist das. Nee, ein grauer Beißer. Ja, so kann man sich täuschen. Aber den habe ich noch gekriegt. Schön. Also, wie schon gesagt, die werde ich mir mal einzeln vornehmen im Off, im Off-Modus. Hakelig heute. Das waren echt gefühlte 50 Scavies. Jetzt sind hier noch zwei über. Mal gucken, ob ich die auch so leicht wegmachen kann. Mal los. Natürlich muss ich die alle einzeln rauslocken. So, er spricht schon mal an. Ja, also klappt doch. Da. Und dann noch den letzten. Mich geht ja auch so einfach. Ja, ich hatte nicht so viele Schwierigkeiten gehabt, die Scavies da zu eliminieren oder zu schlachten oder denen die Federn auszureißen, wie ihr seht. Dann habe ich auf jeden Fall ganz, ganz viele Federn für meine Pfeile, die ich dann... hier war ich noch gar nicht, oder? Die ich dann... Ja, ist noch ein Wald-Scavy. Okay. Natürlich hier noch so ein Weg. Sind noch welche über, denke ich mal. Ah, dann werden wir den hier nochmal nehmen. Ach, jetzt habe ich
keine Reichweite. Ah, jetzt hat er mich genutzt. Wie er mich genutzt hat. Okay. Ah, 33 Fleisch, die könnte ich auch mal braten, denke ich mir mal. Heilkräuter, gut, okay. Und, ja, was? Salz. Ah, da hinten ist noch ein Waldskabby. Machen wir nachher, oder? Machen wir doch. Machen wir doch. Okay, komm. Komm, einen haben wir noch, einen haben wir noch. Oder sind es Zweier? Es sind noch Zweier. Das heißt, es ist ein neuer Weg, an dem ich noch nicht war. Wir wollen ja nicht mal so abwegig werden. Sondern gehen nochmal runter zur Höhle, um den Schatz zu bergen oder einen weiteren Hinweis zu finden. Dann schauen wir mal, wo ist denn jetzt hier? Soweit ich weiß, hier durch. Dann kommt diese Holzbrücke. Und hier unten drunter muss das sein. Muss angeblich ein schwarzer Stein sein. Und hier haben wir diese... Wieso sind die jetzt größer geworden? Die waren noch kleiner. Also hier unten drunter soll der gewesen sein. Speichere ich mal ab. So, einmal das Spiel neu gestartet und... Ja, genau, jetzt sind sie wieder so klein, wie sie sein sollten. Jawohl. So, das ist hier der zweite Strandabschnitt. Und irgendwo muss ich dann... Wie soll ich denn da rum? Naja, da muss ich ja durchschwimmen. Ob ich das schaffe? Ich weiß es nicht, liebe Leute. Ach, da war doch bestimmt noch ein Wassergolem. Da wette ich mit euch. Ah, Mist. Ja, genau. Okay. Ach, darauf falle ich immer wieder rein. Was liegt denn hier? Ein rostiges Schwert. Liegt einfach mal da so rum. Ja, dann werden wir mal die Go-Go-Golem-Rüstung anziehen. Die Go-Go-Girl-Golem-Rüstung. Und dann werden wir noch ein bisschen was mampfen. Ein Pilzchen. Sicherheitshalber nochmal abspeichern. Und meine Strategie ist, ihn, hier rumzulocken. Es war gerade so, dass er mich eben wittert. Na? Komm. Hallo. Jetzt schnell schwimmen. Ich werde natürlich ein paar Schläge kriegen, das ist klar. Aber auf die habe ich mich dann schon eingestellt. Wo ist er denn hin? Guck, guck. Ah, hat das nicht geklappt oder was? Ich wollte nämlich hier auf so einen Vorsprung klettern. Nee, wo ist denn der? Der ist jetzt wieder. Der ist nicht mitgekommen. Oder was oder wie? Wo bist denn? Golem? Wassergolem, wo bist du? Der ist jetzt verschwunden. Wie würde... Ach, da! Da ist er! Der hat sich jetzt bei diesen komischen Spinnchen gesellt. Zu diesen komischen Spinnen gesellt. Das ist natürlich jetzt doof. Dann habe ich natürlich noch eine größere Distanz zu... Ja, super geil. Ja, das war mir klar. Das könnte ich dann nicht schaffen. Oder doch? Ja, ist noch hinter mir her. Die Erde wackelt. Hoch? Genau, richtig. Jetzt sind wir hier an der Stelle schon mal safe. Oder auch nicht. Wo läuft er denn wieder hin? Nee. Also, der Versuch war nicht klug. Jetzt nehme ich wieder rüber. Ah. Oh. Bleib doch mal hier. Okay. Gut, okay. Mit Pfeilen ist das müßig. Jetzt wird er auch nicht angezeigt. Mhm.
Ach Leute, das macht doch keinen Spaß so. Oder? Ich hab ihn getroffen. Jedenfalls war die Reaktion so. Und er geht auch in die Richtung. Nur die Anzeige fehlt. So, jetzt habe ich natürlich keine Dings mehr. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie weit er schon verwundet ist. Und ob das überhaupt was bringt. Ja, da kann ich nur eins machen. Mal eben kurz speichern mal wieder. Und ja, dann auch versuchen wieder neu zu laden. Vielleicht wird es den Fehler ausmerzen. Ich weiß es nicht. Immer das ewig gleiche hier. Nichts. Ich treffe, ne, aber er zuckt auch zurück. Warum zeigt er mir nichts an? Ich muss mal neu starten. Sorry, Leute. Tja, ich habe neu gestartet und wie wir sehen, sehen wir wieder nichts. Oh, was Dummes aber auch. Gucken, wenn ich mein Schwert ziehe. Aha. Kann ihn sogar von hier oben treffen. Ah, diesen Nacken. Okay. Ich halt eben mal auf die Ego-Perspektive. Oh, er hat mich genatzt und ich bin wieder tot. Oh, ich habe ihn gerade eben mit einem Pfeil erledigt. Ich wollte noch einblenden. Wurde gerade eben auf Aufnahme, aber... Und hier wird mir auch das Golem-Teil nicht angezeigt. Aber ich kann das Herz nehmen. Den geschärften Pfeil kann ich aufnehmen. Ja, okay. Das war mal ohne Verletzungsanzeige des Wassergolems. Ja, jetzt geht's natürlich. Ja, und währenddessen habe ich natürlich noch ein paar Heilpflanzen gegessen, ist klar. Deswegen bin ich links unten. Ah, vielleicht sollte ich mal wieder meine Rüstung ändern. Ja, ich hoffe, dass ich das auch kann. Also nah an diesen kleinen Käferchen, das bin ich ja nicht. So, zack. So, hier sind diese bulkigen kleinen Minispinnen hier. Oh, die haben aber schon eine Witterungsdistanz. Die ist ja gar nicht mehr. Die ist ja gar nicht mehr so. Der ist aber lange. Ach Gott, die eine Reichweite. Hallöchen, giftige Spinne. Nicht zu plündern. Okay. Dann kann ich die alle eigentlich direkt wegmachen. Oder? Ja, so viel Schaden machen die mir ja nicht. Ja, oberlustig hier. Ist das da hinten der schwarze Stein? Ein kleiner schwarzer Stein. Okay. Ja, okay, dann hauen wir da voll rein in die giftigen Spinnen. Wunderbar. Ja, die haben wir jetzt alle durch. Brüchiges Felsenstück. Ich bin gespannt. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ich glaube... Also, hä? Hallo Leute, 6 große Lederbeutels. Wie cool ist das denn? So, dann werden wir die mal... Werden wir die mal öffnen oder noch zulassen?
Weil da war doch nämlich was mit, ach, jetzt bin ich völlig, stopp, aktuellem verborgener, hier vergrabener Schatz. So, Ambrosius, das ist der, der hinten am Strand steht. So, ich habe Eisenbahnschatz gefunden und sollte ich mit Ambrosius sprechen. Mhm. Entweder können wir den alles einsacken oder sonst irgendwie was. Ja, dann werden wir mal zu Ambrosius rüber fetzen oder schwimmen. Entweder wieder hier. Ach, ich schwimme mal rüber und in der Zeit mache ich mal einen Cut. Hm, ich muss einen großen Bogen schwimmen, weil... Das ist wieder so ein Wassergolem. Okay, das dürfte genug Abstand sein. Ja, ja, ja. Wo bist du denn, Ambrosius? Ach, da bist du ja. Ach, er wartet schon auf mich. Hi, Ambrosius. Ich hab ne super tolle Neuigkeiten für dich. Erstmal speichern. Man weiß ja nicht, wie er drauf ist, ne? Wegen dem Schatz. Mhm, okay. Anteil geben, aha. Anteil geben. Ja, okay. Wegen dem Schatz. Ja? Sag bloß, du hast ihn gefunden. Ja, habe ich. Das Gold 300 Goldstücke. Ja, ich habe das Gold 150 Goldstücke gegeben. Nein, und ich habe auch keine Lust mehr danach zu suchen. ja, 300 Goldstücke gegeben, was war ja halbe. Also, war denn mit ihm halbe ausgemacht? Oh, ich habe jetzt nicht nachgelesen. Mal gucken, wenn ich ihm nur 150 gebe. Ja, ich habe das Gold. 150 Goldstücke? Dann waren es also nur 300 Goldstücke, die Eisenbart versteckt hat. Bist du sicher? Ich weiß es nicht. Bleib doch mal hier. Warte mal. Okay, bist du sicher? Ich werd's nochmal, werd nochmal die 300 Goldstücke ansprechen. Da gibt's auch bestimmt 300 Erfahrungen. Wegen Schatzes. Ja, ich habe das Gold. Okay. 300 Goldstücke? Dann waren es also insgesamt 600 Goldstücke. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du so ehrlich bist. Na dann noch vielen Dank für deine Hilfe. Ja, okay. Und jetzt? Warte mal. Wie steht... Ich hätte jetzt nicht... Okay. Gedacht, dass du so ehrlich bist. Ja, das ist wahr. Das ist wahr. Dann lassen wir das mal auf dem Status und dann werde ich doch mal versuchen. Ich mache jetzt einfach mal Ambrosius kaputt. Ich brauche Geld, ich brauche Gold. Nö. Leg dich nie wieder mit mir an. Okay, haben wir kapiert. So, dann gucken wir, wie viel wir... 170? Ach, ich muss ja noch die Goldsäckchen aufmachen. So 6 Stück? Okay. 230, 370, 470, 570, ja, 770 werden es werden, ne? Ja, schön. Super klasse. Dann haben wir schon ein bisschen Gold gewonnen. Und ich würde sagen, dass wir noch mal ein bisschen was braten bei Bertha, bei der netten Bertha. Und zwar alles Fleisch. So. Adam. Ja, dann werde ich noch ein bisschen hier bei Finko und bei anderen Händlern ein paar Waren loswerden, um es zu Gold zu machen, damit ich dann hier auf die 1000 komme. Ja, und ich verabschiede mich schon an dieser Stelle und sage Tschüss und lasst mir einen Kommentar da. Macht's gut und Happy Odysseying. Tschüss.